wir in der Stadt sind. In ihrem Garten. Im Vittoriale. Im Laurin. Sprechen Sie weiter. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Aber ich habe das Gefühl, heute beginnt ein neues Leben für mich. Sie wiedersehen. Allein. Morgen um 3 im Café. Sie müssen kommen. Ich glaubte, Ihren Vater zu kennen, aber wahrscheinlich habe ich mich geirrt. Doch dieser Irrtum hat mich zu Ihnen geführt. Wir werden uns wiedersehen. Bis morgen. Ich möchte jetzt gehen. Ich habe keine Lust mehr, mich von dir entwürdigen zu lassen. Glaubst du, wie weit du noch gehen kannst? Entschuldige, ich wollte dir nicht wehtun. Sondern? Es sind Produkte deiner Fantasie, die du auf Coppola und diese Olympia projizierst. Das alles hat nichts zu tun mit der Realität. Coppola ist einer der angesehensten Bürger hier. Wenn er ein Mörder ist, dann bin ich die Jungfrau Maria. Sie haben sich vielleicht gewundert, warum ich Sie eingeladen habe. Aber ich dachte, bevor Sie noch einmal über Zäune klettern, sollten Sie vielleicht unsere Geheimnisse durch den Haupteingang ergründen. Sie sind ein liebenswertes Paar. Ich wünsche Ihnen das Allerbeste auf Ihrer Weiterreise. Es tut mir leid, dass ich Sie belästigt habe. Eine verrückte Geschichte aus meiner Kindheit. Ich habe Sie verwechselt. Ich habe Sie verwechselt mit jemandem, der... Daniel! Das geht mir oft genauso. Ich bin Wissenschaftler, wie Sie vielleicht wissen. Ich bin oft mit meinen Gedanken irgendwo anders. Nur nicht in der sogenannten Realität. Und dann geschehen die seltsamsten Geschichten. Eine wirklich wunderbare Frau. Hier. Sie liebt sie. Sie sollten ihr nicht wehtun. Wie schön, dass Sie unsere Gäste waren. Noch eine gute Reise. Thank you.
Coppola ist nur in deiner Fantasie ein Dämon. Und diese Olympia. Du warst übrigens der Einzige, der so auf sie abgefahren ist. Ich habe keine Wahl. Die Loggia. Hör mal zu, das interessiert mich jetzt einfach nicht. Ich muss gehen. Wohin? Irgendwohin. Du lügst mich an. Ja. Du weißt, was geschieht, wenn du gehst. Willst du mir drohen? Nein. Ich will dir helfen. Ich brauche keine Hilfe. Ich brauche keine Hilfe. Gehen wir woanders hin. Ich bin so glücklich, dass Sie hier sind. Ich kann kaum glauben, dass Sie wirklich hier sind, dass wir hier nebeneinander gehen, dass ich Sie berühren könnte, dass ich Sie noch einmal küssen könnte. Ich habe nicht viel Zeit. Nein, bitte bleiben Sie. Ich werde erwartet. Ich begleite Sie. Das ist unmöglich. Es war schön, mit Ihnen zusammen zu sein. Darf ich Sie küssen? Zum Abschied?